Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrter Herr Kollege Baus, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es auch bei Ihnen angekommen ist, dass der Wahlkampf mittlerweile beendet ist. Und deswegen bin ich erstaunt darüber, dass Sie hier eine Rede von sich geben, die den gegenteiligen Schluss zulässt, dass Sie das noch nicht so richtig realisiert haben und dass wir jetzt tatsächlich auch wieder über Inhalte sprechen können. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass die Förderung, wie Sie das EEG über 20 Jahre garantiert, tatsächlich nicht mehr in diese Zeit passt. Sie passt nicht in eine soziale Marktwirtschaft, sie passt nicht zu dem Prinzip von Wettbewerb, ein System, wo Preise garantiert sind, egal ob die Nachfrage danach überhaupt existiert nach dem Gut, wo sich die Rahmenbedingungen geändert haben. 20 Jahre Förderung passt nicht mehr in unsere schnelllebige Zeit und deswegen müssen auch Sie sich irgendwann bewegen, meine Damen und Herren. Wenn ich das meinem Metzger, ja, ich gehe zum Metzger oder dem Handwerker bei mir im Wahlkreis erzähle oder irgendwelchen anderen Unternehmen, kleinen und mittelständischen, dem, dass es ein Förderinstrument gibt, das es garantiert, egal wie viel ich von einer Sache produziere, egal ob es einen Abnehmer danach gibt, egal ob es Nachfrage gibt, aber trotzdem ist der Preis über 20 Jahre garantiert, meine Damen und Herren, die zeigen mir regelmäßig den Vogel und ich sage Ihnen, genau das ist das Prinzip des Erneuerbaren Energiengesetzes und deswegen muss es entsprechend geändert werden, weil es komplett am Bedarf vorbeigeht. Ich glaube auch, dass Sie den Erneuerbaren Energien keinen Gefallen damit tun, wenn Sie die Erneuerbaren dauerhaft sozusagen an die süße Droge der Subvention gewöhnen. Eine Anschubfinanzierung, wie sie vor 13 Jahren mit dem EEG auf den Weg gebracht wurde, ist ja legitim. Aber dauerhaft einen Industriezweig auf staatliche Fürsorge oder an staatliche Fürsorge sozusagen zu gewöhnen, das ist noch nie erfolgreich gewesen, weder bei Branchen noch bei einzelnen Konzernen, bei der Steinkohlesubvention genauso wenig wie beim Holzmann-Konzern. Deswegen müssen die erneuerbaren Energien nach 13 Jahren endlich erwachsen werden. Sie müssen sich auch ohne Subventionen am Markt beweisen können. Und dieser Zeitpunkt ist nach 13 Jahren gekommen. Ich glaube, dass wir tatsächlich einen Systemwechsel benötigen. Und es nicht mehr ausreicht, wenn man einfach nur über die Förderung und über die Einspeisevergütung nachdenkt. Und zwar aus zwei Gründen. Ich glaube, die Politik ist der falsche Ratgeber, wenn es darum geht, Preise festzulegen. Meine Damen und Herren, auch die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag können nicht absehen, welche Kostendegression, welche Lernkurveneffekte bei erneuerbaren Energien in den nächsten 20 Jahren vollzogen werden können und deswegen auch nicht abschätzen, welcher Preis für eine Kilowattstunde Strom, egal erzeugt, ob aus Onshore, Offshore, Biomasse oder Geothermie, tatsächlich angemessen ist. Deswegen ist die Politik nicht der richtige Festsetzer oder die richtige Institution, die da die Preise für 20 Jahre definieren soll. Und ich sage Ihnen auch, dass Abgeordnete, die einen Preis festlegen, auch immer zum Spielball von Lobbyinteressen liegen. Aber es wundert nicht, dass Sie an der Fördersystematik des Erneuerbaren Energiengesetzes gerne festhalten wollen, vor dem Hintergrund, dass Sie regelmäßig sechsstellige Spenden aus dieser Branche bekommen, dass das bei den Grünen ankommt, das Geld, das ist mir schon klar. Und nicht zuletzt ist das Erneuerbare Energiengesetz auch innovationsfeindlich, denn es fördert eben nur einen bestimmten definierten Preis, einen bestimmten Kreis von Technologien und nicht diejenigen, die uns tatsächlich helfen könnten, die Herausforderungen der Energiewende zu meistern. Und da geht es eben nicht alleine darum, dass der Strom erzeugt wird, sondern dass er transportiert werden kann und dass er gespeichert werden kann. Aber Technologien, die da helfen könnten, die schließt das EEG systematisch aus. Das ist innovationsfeindlich und führt nicht dazu, dass wir die Herausforderungen werden bewältigen können. Und solange der Strom nicht bedarfsgerecht produziert und gespeichert werden kann, dann gibt es so irrsinnige Situationen wie immer dann, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Dann haben wir die Situation, dass wir Strom aus Österreich zurückkaufen müssen, den wir vorher, als Wind geweht hat und die Sonne geschienen hat, dorthin abgegeben haben und dafür noch ein Geld bezahlt haben. Der normale Stromkunde wird durch dieses System vierfach zur Kasse gebeten. Das erste Mal bitten wir zum Beispiel die Österreicher, uns den Strom abzunehmen, damit unsere Netze nicht in die Knie gehen, weil aus Wind und Sonne eben so viel Strom in den Netzen ist. Da gibt es einen negativen Strompreis und wenn wir dann Strom benötigen, dann kaufen wir ihn von den Österreichern zurück und ein viertes Mal wird der Verbraucher zur Kasse gebeten, wenn er den Strom tatsächlich verbraucht. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Gegenteil von Effizienz. Das ist Irrsinn und dieser Irrsinn gründet auf der Fördersystematik des Erneuerbaren Energiengesetzes, so wie Sie es auf den Weg gebracht haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, egal, wer in Berlin in einigen Wochen oder Monaten regieren wird, er wird die Förderung der erneuerbaren Energien grundsätzlich reformieren müssen. Nach 13 Jahren müssen die erneuerbaren Energien
endlich erwachsen werden und müssen auch ohne Subventionen auskommen. Anderenfalls, meine Damen und Herren, wird ein kleiner Teil dieser Gesellschaft von diesem erneuerbaren Energiengesetz profitieren. Das sind die Menschen mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach und die eine Windkraftanlage betreiben, aber die große Mehrheit aber eben draufzahlen. Meine Damen und Herren, sorgen Sie dafür, dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht zum Spaltpilz unserer Gesellschaft wird. Ich danke Ihnen.